Yes. Ihr habt geklatscht. He? Wir schauen dann, wie es am Schluss aussieht. Hosea ist wirklich sehr eine ungewöhnliche Liebesgeschichte. Und es ist das Buch, wo Gott sein Herz so richtig, weißt du, so, da ist es. So fühle ich mich. Oder? Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt den kalten Gott irgendwie mal aus der Kindheit, sehr streng und gesetzlich und weiss nicht was, der Hosea, der zeigt uns, dass Gott fühlt, dass er da ist, dass er Schmerz empfindet. Darum der Titel der Predigt ist der Herzschmerz von Gott. Und ich zeichne es da gerade mal auf, oder? Das Herz von Gott. Also es sieht gleich aus wie unseres. Und er zeigt uns das im Buch Hosea ganz deutlich. Wir werden da wirklich reingehen. Und es ist im ganzen Buch Hosea das Bild von Ehe oder das Volk Israel, die Braut und Gott, wo der Bräutigam ist. Und das haben wir das letzte Mal ganz fest auch angeschaut. Und ich finde das ein wunderschönes Bild, weil das zeigt ja, hey, wir sind untrennlich mit dem Gott verbunden. Sein Volk ist untrennbar mit seinem Gott verbunden. Und auch gerade in der jetzigen Zeit, wo in Israel ziemlich viel läuft, ist es gut zu wissen. Er ist dort. Er ist untrennbar. Er hat einmal ein Ja gegeben. Ich habe vor 25 Jahren ein Ja gegeben zu meiner Frau und untrennbar verbunden, oder? In guten und in schlechten Zeiten. Und wenn man dann aber das Buch liest, oder? Also, ich so als Hobby-Ehe-Therapeut-Dings, oder? Würde die jetzt also in eine Therapie schicken, oder? Also, das Volk Israel und auch Gott, würde ich sagen, hey, das läuft irgendwie nicht so, wie es sollte, oder? Ihr habt euch ein bisschen auseinandergelebt, könnte man sagen, oder? Das ist nicht mehr ganz. Und wir steigen doch gerade mal so ein, oder? Das Bild, das Gott da aufbaut mit dem Hosea, ist im ersten Vers, weiss man dann schon ziemlich schnell, um was es geht. Ich lese das einmal. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, befahl er ihm, such dir eine Hure und nimm sie zur Frau. Du sollst Kinder haben, und die von einer Hure geboren werden. Denn auch mein Volk ist wie eine Hure. Sie ist mir untreu und läuft fremden Göttern nach. Und jetzt einmal unabhängig davon. Also, den Einschub muss ich jetzt wirklich kurz machen. Es steht da, der Herr sprach zum ersten Mal zu Hosea. Oder du bist ein Prophet, gehst in die Prophetenschule. Und ja, dann hörst du endlich einmal Gott. Es ist so eine Gnade, dass Gott redet, und dann kriegst du so einen Job. Ja, ich musste auch lachen, oder? Aber das hat für mich nochmal so die Ernsthaftigkeit gezeigt, wo da drin ist. Und auch die Ernsthaftigkeit vom Hosea. Also Hut ab von dem Prophet, der das erste Mal von Gott hört und genau so eine Botschaft überkommt und sie dann eins zu eins umsetzt. Das ist nämlich nichts mit Flucht und ich hau jetzt ab und so weiter, sondern nein, er holt die Gomer und er heiratet und er kriegt die Kinder. Und Gott zeigt da drin, haben wir schon ein bisschen gehört, sein Schmerz. Und wir wollen in dem ganzen Buch rein, oder in der ganzen Predigt an dem nachgehen, warum, um Gottes Willen, könnte man sagen, zeigt er denn so sein Herz? Könnt doch einfach auch sagen, weißt du was? Ich hole mir ein neues Volk. Oder er schützt sich ein bisschen, oder? Und sagt, du, nicht zu nahe. Jetzt lassen wir euch mal sein und wir wollen nichts mehr zu tun haben, ein bisschen ruhig und so weiter. Nein, wir fragen uns, warum denn ringt Gott so fest um das Volk? Warum lässt er das nicht los? Warum zeigt er den Schmerz? Warum schickt er sie nicht einfach weg? Oder eben, wenn ich sie so ein bisschen lustig gesagt habe, du, wir haben uns auseinandergelebt, ich suche mir einen anderen, du kannst ja deine Götter noch und so weiter. Und wir werden den zweiten Teil haben und schauen, zu wem retten das Buch überhaupt und was ist in diesem Buch denn so für dich und für mich drin. Aber es redet eben auch zu den politischen Führern von Israel, von der Nation Israel, und es redet auch zu geistlichen Führern und eben zu einzelnen Personen, wo dann du und ich da drin sitzen. Und hier und da wird es wahrscheinlich so einen Pfeil in deine Richtung geben.
in dein Herz vielleicht. Das kann ich persönlich nicht. Ich habe ein Konzept, wo ich mich daran halte, oder? Und so. Aber ich bete darum, dass der Heilige Geist einfach kann Sachen aufdecken kann, dass er uns berührt. Berühren in dieser Predigt. Und da drin habe ich gedacht, ich mache mal ganz einen kleinen Einschub noch. Oder? Weil wenn man so Predigten hört, wo ich sage jetzt, ja, es wird nachher recht zu und her gehen und es wird eine Mahnpredigt vielleicht auch ein bisschen geben für die einen oder anderen. Und oft sitze ich auch persönlich oder im Gottesdienst oder in anderen Gottesdiensten, höre Podcast und dann, wenn so das Mahnende kommt, oder, dann merke ich, da ist in meinem Herzen eine Verletzung. Und ich merke plötzlich, oh, ich höre gar nicht den Prediger, sondern ich höre meinem Vater oder meine Mutter oder ich höre eine so autoritäre Stimme, die dann kommen und sagen, weißt, das schaffst du eh nicht. Siehst du, solltest du doch mehr leisten. Siehst du, dort schon nicht gegangen, da schon nicht gegangen. Oder die redet dann so, die, es sind autoritäre Stimmen und dank dem, dass ich mich ein bisschen ausgebildet habe, so mit Seelsorge und so, weiss ich, dass das viele Leute haben. Das ist bewiesen, dass viele Leute unter die haben dann die Stimmen. Oder so Stimmen, die dann sagen, ja, schau, du genügst eh nicht. Du schaffst es nicht, du kannst es nicht, du bist doch ein Versager. Und die kommen dann. Und genau mit so einer Predigt, wenn man eigentlich so eine Stimme nicht nähren. Wenn so eine Stimme in deinem Leben kommt, dann kommen die Bibelverse her, hey, von Anfang an weg hat Gott sich für dich entschieden. Dann kannst du solche Stimmen drin. Ich muss gar nicht genügen, weil Jesus genügt für mich. Dann kommen solche Argumentationen drin, wo man diesen Stimmen auch entgegenheben kann und heil werden kann. Und vielleicht triggert dich etwas aus der Vergangenheit, das kann auch sein, und dann stellst du es gerade ab und du wirst allergisch und die Läden sind schon unten halb, oder? Und auch dort möchte ich dich ermutigen, aus dem Vernünftigen rauszuhören und sagen, hey, lass mir das an, vielleicht trifft mich etwas, vielleicht ist etwas, was Gott da drin sagen will. Und nicht schon grundsätzlich, nein. Einfach so als Zwischenschub. Wir wollen hier angemessen prüfen, nicht überfordern, und auch nicht irgendwie verurteilen etwas. Es geht eigentlich darum, wenn dich etwas anspricht, dann zu überlegen, wo du stehst und wie könnte der nächste Schritt sein, in eine gute Richtung, in eine glorreiche Zukunft. Und ja, ich muss es jetzt bringen, oder? Ich liebe es einfach. Und das ist so. Eins bis zehn, hä? Wo würdest du dich jetzt gerade einschätzen? Ich liebe die Fragen, oder? Und dann schätze ich dich bei einem 3 ein. Ganz wichtig als Therapeut, oder? Ermutigen. Wow, du bist auf einem 3! Super, oder? Das ist ganz wichtig, mein Part, oder? Und vielleicht ist das jetzt deine Ehe, oder? Und du sagst, juhu, du, auf einem 3. Dann ermutige ich dich, wow, du bist auf einem 3. Und dann ist nicht die Frage, wie komme ich zum 10? Weil dann geben wir die Munition, das geht eh nicht, das ist so weit weg, das ist, ach, ich gebe jetzt schon auf und so weiter, oder? Sondern du bist immer noch 3. Was ist denn das, was du da machst? Was machst du da von 1 bis 3? Und um aufs 4 zu kommen, sage ich jetzt ganz einfach, mach einfach mehr von dem. Ist ein simples Ding, aber ich habe auch in die Schule, um das zu checken, oder? Ja, das stimmt. Ich mache ja eigentlich 3 Sachen, oder? Um aufs 3 zu kommen, sagen wir. Ich bringe Blumen heim einmal im Monat. Ich wäsche mal ab. Einfach als Beispiel, oder? Also, das stimmt nicht. Also. Verstehst du? Und dann komme ich aufs 3. Und wenn ich mehr von dem mache, komme ich allenfalls aufs 4 und aufs 5. Und das ist so eine positive Sache, oder? Wir reden überhaupt nicht, du bist nur auf einem 3 und oh nein, und jetzt geht alles den Bach ab. Nein, oder? Wenn man jetzt die Ehebeziehung anschauen, wir reden ja von Ehe beim Hosea, bei diesem Bild, dann ist sie vielleicht auf dem 3. Und vielleicht wirst du angesprochen heute und kannst sagen, ja, in diesem Bereich bin ich auf dem 3. Oder vielleicht ist es auch deine Ehe, du kannst ja alles so prüfen. Wichtig ist, dass wir da motiviert sind und dem von dem, was ja gut ist, noch mehr zu machen. Simpel, einfach. He? Aber ich finde es einfach lesen und es kommt nochmal in der Predigt. Therapeut halt ein bisschen. He? Also jetzt geht es los. Der erste Messerstich. Oder? Ich habe extra da ein wunderschönes Messer mitgenommen. Der erste Messerstich ist das Herz von Gott. Das ist eigentlich das, dass das Volk Israel andere Götter sucht.
dass sie sich falsche Sicherheiten ausliefern, dass sie sagen, ja, Gott ist nicht mehr meine Sicherheit. Das und das oder das Volk ist meine Sicherheit. Und das ist das, wo Gott einfach so schmerzt, oder? Und einfach ihm wehtut. Und das schauen wir jetzt miteinander ein Stück an. Das steht nämlich im Hosea 7, da kommt es ziemlich klar raus. Mein Volk Israel mischt sich unter die Völker. Sie sind ungenießbar geworden, wie ein Fladenbrot, das man vergessen hat zu wenden. Fremde haben ihre Stärke geraubt, aber sie merken es nicht einmal. Israel hat graue Haare bekommen, aber das ist ihm gar nicht bewusst. So ist der Stolz Israel sein eigener Ankläger. Trotzdem kehren sie nicht zum Herrn um. Sie versuchen nicht einmal, ihn zu finden. Die Israeliten verhalten sich wie Tauben. Sie sind leicht zu verführen und zeigen keinen Verstand. Zuerst wenden sie sich an Ägypten um Hilfe und dann an Assyrien. Und da geht es so weiter. Oder? Das ist so, wie wenn die eine Seite von der Paarbeziehung mal ablos ist. Oder? Und das ist so ein Punkt, wie oft, ich meine, ich kenne das neue Alte Testament nicht so oft und nicht so mega. Aber ich weiß, dass das eigentlich etwas ist, wo immer das Thema ist. Sie verlöhnt ihren Gott. Sie verlöhnt ihren Gott, vermischt sich mit anderen Völkern und das ist ja nicht einmal so tragisch, es ist eher tragisch, dass die dann noch ihren Gott mitbringen und dann ist plötzlich die Kultur von der Anbetung, die wir in der Wüste dort sehen, oder mit der Stiftshütte und nachher mit dem Tempel und alles, das wird dann so wischiwaschi und die Kultur von der Anbetung Gottes geht verloren. Und sie sind ungenießbar, wie ein Toast. Ich meine, ich drücke manchmal zweimal, weil ich denke, das ist jetzt nicht ganz richtig, oder? Dann tust du nochmal drücken und dann kannst du nachher nicht mehr essen, oder? Genau so wie Kohle im Maul. So fühlt sich das Volk an für Gott. Und der Stolz von Israel ist ja der, der zurückschaut und sagt, hey, wow, dort war es mal so gewesen, so wäre es doch gut. Und der klagt nachher eigentlich die jetzige Situation an. Und sagt, hey, schaut mal jetzt, wie es ist. Und die Steigerung davon, oder, wenn man sich auf andere Götter einlädt, ist, dass man sich natürlich auch mit den anderen Göttern brüstet und die anfängt anbeten und so weiter. Und dann denkt man plötzlich, ja, also der Gott ist ja von Ägypten, das ist ja ein cooler Gott und so. Ja, da könnte man ja das Volk Ägypten ja noch einladen oder ein Bündnis machen und so weiter. Und so ist das Volk Israel wie eine Hure, die die Liebe und Sicherheit bei anderen Männern sucht. Darum der Vergleich. Und heute ist die Frage, auf was verlässt sich Israel? Machen wir mal einen steilen Gump in die heutige Zeit. Ich meine, wenn ich ein bisschen die Nachrichten anschaue, sind es militärische Bündnisse und der Iron Dome. Aber bin ich der, der das kann anprangern oder verurteilen, mache ich keine Art und Weise. Sondern wisst ihr was? Wir schauen selber bei uns her. Vor dem eigenen Garten tun wir wischen. Auf was lässt du die Sicherheit, wenn du ein geistlicher Führer, Small Group Leiter oder sonst jemand bist da rein, Teamleiter? Suchst du dann die Weisheit und die Sicherheit für die Leitung von deiner Small Group, von der Kirche, von allem? Ist das die Inspiration von Gott, die dort drinnen ist? Im einfachen Wort Gottes und in der Stille, im Gebet, im Worship? Oder suchen wir die Hilfe im Predigtkonzept? Die Gedanken von anderen und schlauen Büchern sonst noch. Und ich sage euch, in dem Augenblick, wo ich das geschrieben habe, kommt Miriam, ich bin gerade so am Nuschen und schaue, ja, weißt du, ich habe gerade den Faden verloren, ich schaue jetzt im Predigkonzept nach, wie ich jetzt weiter predigen muss. Also versteht ihr, ich predige auch zu mir, oder? Zu wem gehe ich denn? Wer ist denn meine Sicherheit, wenn ich so eine Predigt vorbereite, oder? Ja, das, was der Joni mir gemailt hat, oder? Ich schaue geschwind durch. Oder ist es das, dass ich auf die Knie gehe in meinem Büro und sage, hey Jesus Christus, jetzt brauche ich deine Weisheit, die weitergeht. Oder? Und das ist ein Preis, den es zu zahlen gibt. Oder? Das ist ein Preis, den es zu zahlen gibt und das ist Zeit. Eine tiefe, intensive Beziehung zu Gott, die genau das spielen kann. Dass die Weisheit vom Jesus, vom Vater oder durch den Heiligen Geist in unser Leben hineinfließt, ist eine starke, tiefe Beziehung zu Gott. Und das kostet einfach Zeit. Und jetzt mal angenommen, ich könnte deinen Alltag sehen, ich wäre jetzt so Overwatch und würde da schauen, wie würde ich erkennen, dass du deine Sicherheit bei Gott holst? Oder dass du ihn, dich voll auf ihn verlässt, wenn ich dein Leben anschauen könnte. Und wie machst du das?
Skala von 1 bis 10. Wo suchst du deine Sicherheit? Bist du da auf einem 3 oder auf einem 9? Wie bist du auf das 3 gekommen? Mach mehr davon. Bei mir ist es ganz einfach. Ich will die Beziehung um alles in der Welt verbessern. Auch durch das Predigen, Vorbereiten und so. Und bei mir ist ein Punkt, ich stehe früher noch auf. Ich habe angefangen, ich stehe früher noch auf und ich mache einen Spaziergang. Weil, schaut, früher aufstehen und in mein Büro. Da wird es eine super tiefe, stille Zeit. So auf dem Pult. Oder? Also muss ich irgendetwas dagegen... Ich meine, ich kann ja nicht sagen, ja, ich schlafe immer rein, also mache ich es nicht, schlafe ich lieber im Bett. Ha! Oder? Dann ist das Retourentwicklung, oder? Sondern wie komme ich auf ein 4? Ja, 4, oder? Frische Luft. Ha! Wenn du dann schon mal wach bist, dann laufst halt die Runde. Und dann habe ich mir ein eigenes Gebet aufgeschrieben, so quasi mein eigenes Vater unser. Und dann bete ich das dort. Und dann kommt mir sicher noch 100 andere Sachen in den Sinn, die ich auch noch könnte für beten und machen und tun. Und das ist mein Ding, oder? Das ist mein Ding. So komme ich aufs 4. So ist das Ding. Und es geht nicht um eine Anklagung. Wirklich nicht. Es geht darum, Next Step. Dort steht es, Next Step Desk. Oder? Einfach ein nächstes Schritt weiterzukommen in dem, wo du dran bist. Aber das Volk Israel sticht Gott noch mehr ins Herz rein. Ja, ich nehme es mit. Sonst verletzt sich noch jemand. Und das steht im Hosea 6, oder? Der zweite Messerstich ist das Volk Israel. Die haben ja immer noch einen Tempel, sind immer noch dort. Aber ihre Anbetung ist wie ein Morgentau, wo, wenn die Sonne kommt, vergeht es wieder. Oh Israel, was soll ich nur mit dir anfangen? Und Juda, was soll ich mit dir machen, fragt der Herr. Eure Liebe ist so unbeständig wie der Morgennebel und wie der Tau, der schon in den ersten Morgenstunden verschwindet. Darum habe ich meine Propheten geschickt, damit sie euch den Kopf zurechtdrücken. Darum habe ich euch mit harten Worten geschlagen, damit sich mein Recht endlich durchsetzt. So wie das Licht nach der Nacht. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt und nicht darum, dass ihr mir Brandopfer bringt. Es ist eigentlich krass, wenn er es auf den Punkt bringt, wenn er sagt, weißt du was, ihr betrügt mich doch einfach. Kommt da ein bisschen, oder? Ich habe mir das Beispiel. Was nützt es da? Was nützt es, wenn ich heimkomme? Ich habe ja gesagt, einmal im Monat komme ich mit den Blumen. Stimmt übrigens nicht, das ist ein gutes Beispiel einfach und vielleicht kann ich es mal machen. Komme ich mit den Blumen. Da, Miriam, sind deine Blumen und dann sitze ich vor dem Fernseher und schaue Sport. Hä? Ich habe ihn erfüllt, das Brandopfer ist da quasi, das Blumenopfer, oder? Ist da. Aber meine Liebe hat sie nicht. Kein bisschen erkennt sie meine Liebe in meinem Verhalten. In dem, dass ich ihren Willen suche und mit ihrer Gemeinsamkeit verbringe. Und genau so ist es eigentlich auch mit dem Volk Israel. Ich komme, oh, wir müssen ja da auch noch das Opfer bringen und da noch und dem Gott. Und dann zischt es wieder ab und es ist wie so, wie weg. Das ist wie, Israel ist wie die Gomer, die sagt, oh, ich liebe dich, Hosea, wunderbar. Aber nicht bei ganzer Sache ist, wieder rausgeht und andere Männer sucht. Und heute ist heute Israel voll dabei. Und da gibt es wie so zwei Städte, oder? Jerusalem, wo das wie so verkörpert, die fromme Hauptstadt, oder, wo die Klagemauer ist, wo die Leute von Herzen dort dran sind und die Zettel hineinstopfen. Und, wow. Und dann gibt es wie die andere Stadt, Tel Aviv, wo das Leben lebt, wo die Welt lebt. Und da frage ich mich manchmal, oder? Hin und her, mal ein bisschen da, mal ein bisschen dort. Und da denke ich für die geistlichen Leiter, oder? Tun wir doch nicht einfach fromm reden, sondern leben das, was wir reden. Wenn ich jetzt predige, oder? Ich kann gut da jetzt euch ein bisschen Kappen waschen, oder? Aber mein Leben verhebt es dann auch. Lebe ich denn das, was ich da euch erzähle? Weil ich möchte eigentlich nichts anderes, nicht, dass ihr die Liebe Gottes erkennt in dem Ganzen, und nicht eine Pflichtübung.
Dass man, oh ja, man muss nur das machen und das, und wenn ich das Opfer bringe, und dann wenn ich mehr stille Zeit, oder? Vielleicht kommt die Stimme jetzt, oder du musst mehr beten, mehr stille Zeit, dann kommt das wieder, oder? Nein, es geht darum, mit dem Herz dabei zu sein. Die Sehnsucht zu erleben. Und da, ja, möchte ich auch dich fragen, woran erkennt man es? Dass du von ganzem Herzen bei Gott bist. Woran erkennt man es in deinem Leben? Und wie würdest du dich da wieder beurteilen? Und dann frage ich dich ja, 5, 7, ich weiß es doch nicht. Wie willst du auf ein 6 kommen? Wie willst du auf ein 8 kommen? Bist du zufrieden dort, wo du bist? Und besprich es mit Gott. Einfach dort dran sein, mit diesen Sachen anzuschauen. Dass wir nicht heute Morgen unseren Gottesdienst abspulen, quasi in Jerusalem, und heute Nachmittag fliegen wir auf Tel Aviv. Oh, dann mal ist wieder Fußball und alles ist in Ordnung. Und oh, Gott, vergessen. Dass wir nicht so am Morgen da und am Abend so. Dass unsere Anbetung, unsere Beziehung durch alles durchdringt. Mit Fußball, mit Unihockey, mit Sport, mit Bogenschiessen und all diesen Sachen. Und wenn du Autofan bist und so weiter. Dass das alles ein Teig gibt. Mit Jesus Christus zusammen. Dass wir von Herzen ganz dabei sind. Und stimmt dein Reden mit dem Glauben und dem Handeln überein? Das sind so die Fragen, oder? So, ja, in der Kirche kannst du wieder, oder, und daheim. Dass man das klären kann. Und miteinander unterwegs sind. Und wenn wir jetzt die zwei Messerstiche anschauen, oder? Wo Gott schmerzt und wehtut. Und wenn man das alles zusammenzählt, wenn Menschen ihre Sicherheit irgendwo suchen, auf dieser Welt, nur nicht bei Gott, wenn die Anbetung am Morgen wie Tau ist, die vergeht und ohne Tiefgang ist, sechsmal ein bisschen so und ohne ganzem Herz, wenn das Höchste ist, sich zu bereichern und eben die anderen auszunutzen, was in den Versen ja auch drin hineinkommen ist, dass man oben auf ist, dann hat das eine Konsequenz, und zwar moralischer Zerfall. Jeder macht, was ihn recht dunkelt. Jeder hat ja seine Sache, wenn er das macht. Oder Gott ist ja nicht mehr der, der irgendwie das Maß aller Dinge ist oder so. Und das gibt wie so den dritten Messerstich in Gottes Herz. Das ist die Folge der ersten zwei vielleicht. Und das ist der moralische Zerfall. Hosea 4, 1 bis 2. Hört das Wort des Herrn, ihr Israeliten. Der Herr führt einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Er wirft euch vor, in eurem Land gibt es keine Treue, keine Menschlichkeit und auch keine Gotteserkenntnis. Ihr flucht und lügt und mordet. Stellt euch bereit. Stehlt und brecht die Ehe. Eine Bluttat reiht sich an die andere. Es ist wirklich krass, was für Zustände da sind. Und merkt ihr, wenn Gott vergessen wird, die Anbetung, die noch ist, nicht ohne Herz ist, und man sich einfach auf sich schaut, nur noch Brandopfer bringt, weil man muss, dann kippt das System, dann kippt die Kultur. Und man könnte das beobachten. Genau da in der Bibel und vielleicht auch anderswo. Niemand mehr hört auf Gott und die Art zu leben, wie er sie verkündet hat. Es wird vermischt. Niemand mehr nimmt sich Zeit, für Gott aufrichtig zu suchen. Und dann ist es klar, dass man die Sicherheit woanders sucht, wenn man so lebt und nicht mehr bei Gott. Und dann ist es sicher, dass jeder für sich schaut. Und wenn jeder für sich schaut, ist man ziemlich schnell im Wettstreit mit jedem anderen. Und wenn man im Wettstreit ist mit jedem anderen, ist man schnell im Krieg mit jedem anderen. Weil es ja darum geht, dass ich für mich und meine Ellbogen und so weiter. Und dann ist klar, dass eine Bluttat sich an die andere reiht. Jeder schaut auf sich. Arm gegen reich, links gegen rechts, oben gegen unten, was auch immer, grün gegen und so weiter. Und wisst ihr was? Wenn man Krieg führt und man hat aber einen moralischen Kodex, irgendwo noch einen sicheren Anker, oder? Dann kann man auch auf dem Mode, dann gibt es noch die Kriegsethik. Aber wenn es das nicht mehr gibt, dann weisst du nicht mehr, was passiert. Dann hat ja jeder seine eigene Moral. Jeder hat seine eigene Ethik. Jeder schaut ja für sich. Ich muss mich doch nicht an irgendetwas halten. Völkerrecht, Menschenrecht gibt es nicht mehr. Und dann wird es hart, dann geht die Kultur unter.
Und darum ist es so scharf formuliert im Buch Hosea. Er will den Niedergang von seinem Volk irgendwo noch aufhalten, wenn sie es doch nur wieder hören, wenn sie doch nur sich darauf einlassen würden. Aber es ist halt so, wie es immer ist, nichts Neues unter der Sonne. Ich lese euch mal vor. Es gab zu jener Zeit noch keinen König. Ich habe jetzt in Klammern, das ist meine Einführung, Gott in Israel. Und jeder tat, was er wollte. Richter 17, Vers 6. Hat alles schon mal gegeben. Jeder hat gemacht, wenn er halt wollte. So. Jetzt ist die Frage, wie reagiert man auf das? Jetzt ist die Frage. Und es gibt für mich wie zwei Varianten. Es gibt die eine Variante, wo man hinsteht und es anprangert. Wo man es verurteilt. Ja, siehst du, dort, der und dort und das und es ist noch nicht mehr wie früher noch und du, so ein bisschen so, oder? Und man trauert insgeheim auch mit dem Herz um das, was früher noch vielleicht mal war. Da war alles besser gewesen. Und die zweite Variante ist, ich erkenne es. Ich erkenne es. Oder du erkennst vielleicht dich da rein, du erkennst unsere Nation und so weiter. Und weißt, wo du in diesen verschiedenen Punkten bist und stehst auf und sagst so, und ich mache einen Unterschied. Ich lebe jetzt von jetzt anders. Ich schaue, dass ich auf ein 4 komme, auf ein 5 komme oder oben rauskomme. Und ich habe mich für die Variante 2 entschieden. Auch gerade da und überhaupt in meinem Leben. Oder ich prüfe mich auf die gute Art. Nicht das, was ich gesagt habe, da, am Anfang mit diesen Stimmen und du schaffst es nicht, sondern auf eine gute Art hinzuschauen. Was ist es denn, wenn ich ein Hosea lese? Wow, was geht mich da an? Und ich finde Punkte. Auch in meinem Leben finde ich Punkte. Und dann rede ich mit Gott darüber. Und ich bitte um Vergebung. Ich tue mich nicht entschuldigen. Ja, weißt du, der hat, und wenn das so ist, und in meiner Zeit ist es halt auch schwierig, und der Boden ist hart, und der Himmel weich und verschlossen, keine Ahnung. Ich tue mich nicht entschuldigen. Ich sage einfach, Mist, ich bin erst auf einem 3. Es tut mir leid, ich will weiterkommen. Ich bitte um Vergebung. Dort, dass ich bei diesen Sachen, die ich gemacht habe, Gottes Herz verletzt habe. Und auf eine Art bin ich dankbar, dass er es mir ja auch gezeigt hat. Sonst hätte ich einfach so weitergemacht. Und es ist ja wie so ein bisschen das Hin und Her, oder? Wenn er es nicht sagen würde, dann wäre alles gut in meinem Leben. Aber er sagt es eben, es ist ihm nicht gleich. Er hat sich ja für dich entschieden. Und es ist ihm nicht gleich, wie du lebst. Und dann sagt er, hey, es tut mir weh, wie das da geht, in Israel oder da. Und dann sagt er dir das. Und dann kannst du doch hingehen und sagen, es ist schon ein liebender Gott. Und wir können unsere Vergebung bitten. Und dort, wo ich auf falsche Sicherheit gebaut habe, kann ich um Vergebung bitten. Dort, wo ich oberflächlich dabei war, habe ich um Vergebung gebeten. Und ich kann euch sagen, ich bin aus dem Grund nicht an die Worship gekommen, weil mich das beschäftigt. Oder? Wie gehst du denn jetzt? Gehst du, wie man dich muss sehen muss, weil gerne der Joni ist da und so. Und ich habe am Dienstagabend noch gesagt, ja, ich komme dann und so. Und ich dachte, warum gehst du? Gehst du, weil du Gott suchen willst oder weil dann sehen dich die Leute und ja, und am Sonntag hast du ja Predigt. Ich sagte, ah, ich bleibe daheim, mache meine Zeit mit Gott, bin dort. Bin ich oberflächlich dabei oder bin ich moralisch fragwürdig am Leben? Und ich bin all die Punkte durch, auch in der Vorbereitung von dieser Predigt, und ich bitte euch, die Punkte durchzugehen. Und vielleicht das mit dieser Skala durchzumachen. Und mein Aufruf ist, das Gleiche, statt dem Hosea 6, Vers 1, kann ich mich eins machen. Komm, wir wollen wieder zum Herrn zurückkehren, damit wir in seiner Gegenwart leben können. In seinem Licht zu leben, in seiner Liebe zu leben, in seiner Gnade zu leben, in seiner Fürsorge zu leben. In seinem Reich sind wir angenommen und versorgt. Es ist gewaltig. Und wenn dich etwas angesprochen hat heute Morgen, dann möchte ich dich einladen zum Betten. Und zwar nach Psalm 51, dort um 11,15 herum, oder Hebräer 10, ist so ein Gemix, das Gebet. Und es ist ein Bußgebet. Und ich bitte euch, jetzt, komm, ich stehe auf und betet das. Ich lese es euch mal vor, es ist ein bisschen länger, aber es ist wirklich gut. Sieh nicht länger auf meine Schuld. Vergib mir all meine Sünden.
Erschaff in mir ein reines Herz, o Gott. Erinnere mich und gib mir Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenke mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Denn ich will anderen deinen Weg zeigen, damit sie zu dir zurückkehren. Können wir das miteinander beten? Du kannst ja, wie du willst, aber ich will es jetzt so sagen. Herr, sieh nicht länger auf meine Schuld. Vergib mir all meine Sünden. Erschaff in mir ein reines Herz. O Gott, erinnere mich und gib mir Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Denn ich will anderen deinen Weg zeigen, damit sie zu dir zurückkehren. Danke, Vater. Du sagst jetzt über mich, ich vergebe dir deine Schuld und denke nicht mehr an deine Sünden. Amen. Dürft wieder sitzen. Warum zeigt Gott sein Herz? Die Einstiegsfrage nochmal. Warum schickt er sein Volk nicht einfach fort? Weil er sich entschieden hat, untrennbar mit seinem Volk zusammenzugehören. Und durch den Glauben an Jesus Christus, als Sohn Gottes und als deinen persönlichen Retter, hat er sich in dem Augenblick entschieden, er geht nicht weg von dir. Er kommt auf den Weg von der Veränderung. Gott ist mit dir dabei. Dort, wo du jetzt sagst, ich kresse mich jetzt auf ein 4 oder auf ein 5, ist er mittendrin. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben sich entschieden, ich komme mit dir mit, einen Schritt weiter, einen Schritt weiter. Du musst nicht gerade die Zähne gumpen, du wirst ja noch alt und kannst noch viel lernen. Aber genau der eine Schritt kommt da drin. Und so kommen wir auf den Weg von der Umkehr. Er ist mit dabei. Der Er macht den Unterschied und schenkt das Willen und das Vollbringen in deinem Leben. Und er lässt dich in keinem Kampf, den es da braucht, allein. Und mein Aufruf ist, schlag ein, nimm seine Hand und lass dich zum nächsten Schritt führen, in eine glorreiche Zukunft, auf das sein Name schlussendlich verherrlicht wird. Und die Welt um dich herum, dein Umfeld erkennt, dass er der Herr ist. Amen. Jesus, danke. Hast du dein Blut gegeben? Hast du uns frei gekauft, dass wir Schritt für Schritt für Schritt auf deiner Skala tun können? Ich danke dir, Vater, sind wir angenommen bei dir in deinem Reich. Bei mir sind wir versorgt dort und stehst du uns zur Seite. Wir sind angenommen, gewollt. Das steht über uns. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns führst und leitest dort, wo es dran ist.